Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in Essen bei der Motorshow unterwegs und in dem heutigen Video dreht sich natürlich alles ums liebe Auto. Wir wollen aber auch gucken, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Auto und Partner? Wo ist man bereit, Abstriche zu machen? Was ist einem wichtiger? Und flirtet man hier eigentlich auch auf der Motorshow? Ich bin wirklich sehr gespannt auf die heutige Umfrage. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Hallo. Hi. Was machst du hier? Ich gucke mir die Autos an. Ein paar Freunde von mir haben ihre Autos hier stehen. Ah ja, okay. Ja. Du nicht? Nee, leider nicht. Wo ist deine Freundin? Was für Freundin, Bruder? Ich bin Single. Ja. Hast du kein getuntes Auto? Doch. Schon? Ja. Mehrere? Ja, ja. Warst du eins? Ein Audi A4 Kombi. Du bist hier auf der Motorshow? Ja. Weil? Weil ich mit ausstelle, ja. Ehrlich? Dein eigenes Auto? Ja. Was für eins? Ein BMW M6 Core Coupé. Natürlich. Hast du eine Freundin? Ja. Ich habe auch meine Ausbildung als Fachkraft Fahrzeugpfleger gemacht. Also polieren kann er. auch andere Dinge. Wenn du dich entscheiden müsstest, Tuning-Auto oder Freundin? Beides. Auto. Wie lange seid ihr schon Single? Anderthalb Jahre. Eineinhalb Jahre? Zwei Jahre oder so. Ja. Wahrscheinlich vielleicht, weil ihr zu sehr ans Auto denkt. Möglich. Kann sein. Frau oder Auto? Oh, beides. Du musst dich entscheiden. War natürlich Frau. Natürlich Frau. Natürlich. Ach, das ist dein? Ja, ist meins. Schön. Okay, was kostet so ein Auto? Also neu um die 65.000. Läuft bei dir? Ja, also ich habe ihn als Jahreswagen gekauft. Ah ja. Ja. Gut. Weniger, aber ich habe da auch sehr viel Geld reingesteckt. Nicht schlecht. Sieht gut aus. Ja, danke schön. Auch das Auto. Danke. Okay. Was macht man hier? Wir trinken gerade Bier. Bier. Endlich Bier. Mal vernünftige normale Leute. Normale Menschen. Ehrlich. Wurde mal Zeit. Hast du einen Freund zu Hause? Ja. Ja. Freund oder Auto? Ich habe noch einen Hund seit kurzem, also der Hund und das Auto. Kann ich beides nehmen? Hund und Auto. Den Freund lassen wir weg. Hinten an die Karosserie werden die geklebt. Und es gibt individuelle Beschriftung, also zum Beispiel das, Handwäsche, es gibt aber auch Sprüche und dann kann man sich die individuell anpassen lassen in verschiedenen Farben und da sind die zum Beispiel auch zu bekommen. Sehr cool. Das klingt jetzt nicht so begeisternd. Doch, ich bin super, super begeistert, mega. Hast du selbst ein getuntes Auto zu Hause stehen? Ja. Ja? Ja. Und eine Freundin auch? Frau, verheiratet, Kind, Haus, ja, Hammer. Das volle Programm. Das volle Programm. Wenn du dich jetzt aber entscheiden müsstest, ob Frau oder Auto? Frau. Immer Frau. Schatz, ich lieb dich. Was machst du hier mit deinem Luftballon? Im Endeffekt ist das eine super Orientierungshilfe. Genau. So für die Truppe. Ach, du gehörst damit dazu? Ja, ja, mit dazu. Ich muss ihn ja finden. Sehr gut. Also falls du den kleinen Jungen mal verlierst, ja, weißt du, wo du gucken. Ja, wer von den beiden ist deine Freundin? Ehrlich? Ja. Du bist deine Freundin, ja? Okay. Wie kommst du mit seinem Hobby so klar, dass er so auf getunte Autos steht? Leider genau das gleiche Pendant dazu. Dann ist es doch perfekt mit euch beiden. Es ist sehr schön, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Auto oder Frau? Frau. Auto kommen immer wieder neue. Frauen zwar auch, ja, aber nein, im Endeffekt, man muss unterscheiden. Mensch ist ein Mensch, Auto ist Material, das kann man ersetzen. Wenn du dich entscheiden müsstest, Frau oder Auto? Warte, Auto. Ihr seid ein Paar wahrscheinlich, ja? Richtig, ja. Habt ihr selber auch getunte Autos zu Hause stehen? Ich hatte bis vor kurzem einen 65er Mustang Fastback. Der wurde leider geklaut. Oh. Bin gerade am Aufbau von einem 68er Roadrunner. Okay, jetzt mache ich aber bei ihr auch den Test. Jetzt muss ich auch mal gucken. Mann oder Auto? Auto. Super. Ihr passt perfekt zusammen. Ja. Was sagt die Frau zu seinem Hobby? PS-Stärke, ne? Hast du schon einen MT oder was? Minimal. Du bist der erste Besoffene hier auf der Motorshow. Möglich. Was ist denn da los? Na, Männerabend. Wenn du dich entscheiden müsstest, Frau oder Auto? Frau. Natürlich. Hast ja auch keine andere Wahl jetzt. Ne? Im Augenblick nicht. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Oh, da bist du. Fünf. Okay, wir treffen uns nochmal in 5 Jahren hier und dann schauen wir mal, ob deine Antwort noch immer Frau ist. Alles klar, machen wir. So, hast du eine Freundin? Ja. Wie lange schon? Seit 8 Jahren, 2 Kinder. Oh. Und wir haben, wie gesagt, wir haben Männerabend.
Hast du selber ein Tuning-Auto zu Hause stehen? Nein. Nein, nicht. Okay, aber du hättest... Eine Ente. Eine grüne Ente? Mhm. Hast du eine Frau? Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Frau oder Auto? Alles geht aus dem Haus. Die Kinder, meine 6-Serie, meine Harley, aber nicht meine Porsche 911. Nicht. Okay. Okay. Möchtest du noch irgendwas loswerden? No rest, no fest. Ja, das ist doch mal... Macht ihr das... Wer von euch beiden ist die Freundin? Du. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Noch ganz frisch, 2 Monate. Aber wir kennen uns schon ganz lange. Okay, was fährst du für ein Auto? A4 B8. Auto oder Partner? Partner. Check. Habt ihr alle gehört, ne? Hast du eine Freundin? Frau? Natürlich, man Frau, verheiratet man. So, und jetzt alles entscheidende Frage. Frau oder Auto? Frau, Mann, natürlich, Mann. Sieht nicht so aus, als ob ich auf mein Auto dingens. Ich gebe gerne Geld für mein Auto aus, aber ist okay. Letztendlich entscheidest du dich für deine Frau? Natürlich, Mann, Alter. Super. Gut. Hast du einen Freund? Ja. Ja? Macht der auch so Tuning-Auto-Geschichten oder eher weniger? Ja. Ja? Und das für dich in Ordnung? Ja, klar. Ja? Fährst du da manchmal auch mit, oder? Ja. Okay. Ich will auch was davon haben. Hast du selber auch eine Karre? Bis gerade hatte ich noch eine, ja. Bis gerade? Ja, ja. Das heißt? Stillgelegt. Was war das für ein Auto? Ein A4 B5 Limousine. Okay, und warum hast du ihn stilllegen lassen? Oder wurde er zwangsweise? Zwangsweise stillgelegt, obwohl alles eingetragen war, außer der Pilz. Ah. Ja, angemängelt hat alles, ne? Scheiße. Ja. Kann man leider nichts mehr machen, ne? So, wie geht es dir? Erzähl uns mal. Sehr gut. Nein, wie gefällt es dir hier? Sehr schön. Was machst du hier, außer saufen? Ja gut. Mein Hauptgrund hast du genannt. Ich gucke mir auch noch unter anderem die Felgenreiniger an. Felgenreiniger? Die Felgenreiniger, genau. Da an der Seite stand gerade, glaube ich, deine Freundin, oder? Ja. Wie lange seid ihr ein Paar? Boah, gute Frage. 3 Jahre oder so? 2 Jahre. Ja, 2. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Seit ungefähr 4 Monaten. Dann würdest du schon das Auto nehmen. Noch ziemlich am Anfang. Also sonst, wenn wir hier irgendwelche Paare getroffen haben und die irgendwie am Anfang ihrer Beziehung waren, da waren die noch so turtelig, sag ich mal. Du, scheißegal. Definitiv. Also, wenn ich eine M4 Competition hätte, dann würde ich als Jungfrau sterben. Aber lieber den M4 fahren. Also definitiv. Definitiv. So, das war die kleine Version. Wir machen jetzt die große Version. Wenn wir versuchen, ein bisschen Energie zu machen, bleib doch dabei. Um Gottes Willen. Nicht um Gottes Willen. Guck mal, das passiert gar nichts. Das sieht nur blöd aus. Was ist das? Guck mal, heul ich, schrei ich. Ja, du bist aber... Bleib locker. Genau, jetzt erzähl uns was. Oh, da geht ja was. Wenn du dich entscheiden müsstest, Auto ist ja jetzt stillgelegt, aber sagen wir mal, es fährt. Ja. Oder Freundin? Eigentlich, sag ich ehrlich, eigentlich würde ich sagen Auto, weil die Liebe zu Autos einfach übel ist. Aber ist gerade ein Dritte auf dem Weg, also Freundin. Was ist auf dem Weg? Auch ein Dritt. Also ein Kind. Okay, gut. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Aber eigentlich Auto. Eigentlich Auto. Du bist hier auf der Motorshow, weil? Weil ich Motorsportbegeister bin. Wir machen Drink- und Animationsspiele für Erwachsene. Genau. Unter anderem. Und sind hier als Austrian Brothers schon das 7. Jahr. Man mag es nicht meinen, aber es ist leider so. Manche mögen uns, manche nicht. Föderation, nee. Animation, alles, ja. Seit 7 Jahren her und manche mögen uns, manche nicht, aber ist egal. Ich mag euch. Besser für dich. Hast du ein eigenes Tuning-Auto irgendwie zu Hause stehen? Ich habe einen Porsche Cayman S zu Hause, ja. Porsche? Ja, ein Porsche. Natürlich. Ja. Hey, Nomi. Hallo. Massier mich. Kein Problem. Alter, ist so Tuning gar nicht so deins? Ja doch, also Autos an sich schon. Ja. Aber ich habe da jetzt nicht so sonderlich viel Plan von und ich gucke mir es gerne an, das war's. Hast du einen Partner zu Hause? Ja, habe ich auch. Hast du auch? Habe ich auch, ja. So, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, okay. Partner oder Auto? Die Frage ist aber unfair. Also natürlich mein Partner. Natürlich dein Partner. Wer bist du denn? Lilly. Lilly, ja. Was machst du hier? Naja, die Messe besuchen, schöne Autos anschauen. Hast du schon viele schöne Autos sehen können? Auf jeden Fall, ja. Sehr gut.
Nur schöne Autos oder auch schöne Männer? Schöne Männer, schöne Frauen. Frauen? Auch gut. Du hast einen Freund? Nein. Nein? Nein. Okay. Kommst aber aus Hannover? Ja, tatsächlich. Wir auch? Ja, ich weiß. Freund oder Auto? Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich würde mal sagen, dadurch, dass der Freund meistens nicht so lange hält, das Auto. Natürlich. Okay. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Immer hier oben, unten irgendwo klicken, ein Like geben, einen Daumen geben, ein Herz geben, folgen. Wir kommen wieder. Ciao. Ciao.